Hey, hallo und ahoi, hier ist wieder Sali. Stephen Geis hat ein kleines, tolles Buch geschrieben mit dem Titel How to be an Imperfectionist. Da ich selbst ein Perfektionist bin und noch daran übe, unperfekt zu sein, fand ich die Tipps daraus sehr nützlich. Einer meiner Lieblingsideen aus diesem Buch hat mich dazu inspiriert, dieses Video für dich zu erstellen. Die meisten von uns leben mit sehr hohen Ansprüchen und setzen sich sehr ehrgeizige Ziele. Das ist an sich eine sehr, sehr gute Sache, denn hohe Ansprüche im Leben zu haben, ist ein wichtiger Aspekt, um ein entsprechend außergewöhnliches Leben zu führen. Aber diese hohen Ansprüche können sich sehr schnell gegen uns wenden und uns entsprechend lähmen, wenn wir nicht vorsichtig genug sind. Also, hier ist das Geheimnis, wie wir damit entsprechend umgehen können. Wir setzen uns einfach zwei Ziele. Ein Alles-geht-perfekt-Ziel und ein Was-werden-wir-mit-Sicherheit-erreichen-Ziel. Stephen nennt dieses Konzept ein Ceiling, also ein Deckel-Ziel zu setzen und ein Floor, ein Bodenziel. Damit hast du dein grundlegendes, wir müssen sicherstellen, dass das passiert Ziel, das ist der Boden, und du hast dein perfektes, super geniales, großes Ziel. Somit kannst du glücklich zwischen diesen beiden Zielen leben und entsprechend arbeiten. Doch, und das ist das Interessante, was passiert, wenn dein Boden und die Decke genau deckungsgleich sind? Und das ist das, was ich sehr häufig erlebe bei großen Zielen, dass beide gleich sind. Dann bist du nämlich ziemlich schnell am Ende, weil du dich selbst und alle um dich herum verrückt machst und niemals entsprechend zufrieden sein wirst. Und wenn du dir vorstellst, wenn wir in diesem Bildlichen bleiben, du zerquetscht dich und dein Team mit diesem Perfektionismus. Tu das bitte nicht. Du wirst in deinen Do-or-Die-Standards entsprechend ersticken und läufst Gefahr, in die Prokrastinationsfalle des Perfektionisten zu tappen und entsprechend gar nichts mehr zu tun. Boden und Decke. Was sind deine beiden Ziele? Zeit für eine kleine praktische Übung. Nimm dir doch einen kleinen Moment Zeit und denk an das wichtigste Ziel im Moment für dich. Was ist es? Was ist Ceiling? Was ist der Deckel für dich? Und was ist der Boden? Was wirst du mit Sicherheit schaffen? Dann lebst du fröhlich und glücklich zwischen diesen beiden Zielen. Letztendlich wollen wir diese Ziele ja entsprechend als Zielvorgaben für uns selbst und fürs Team nutzen und uns dann wirklich über die Systeme begeistern, wenn wir die entsprechenden Ziele erreicht haben. Zudem nehmen wir aus diesem Konzept die ungesunde und unwirksame Besessenheit von Ergebnissen heraus und nutzen diese Energie für die täglichen Prozesse, um eine super Reihe von Masterpiece Days zu schaffen. Was immer klug ist. Und natürlich begrenzen wir auch unsere Prozessziele, um sicherzustellen, dass wir uns und andere nicht selbst in den Wahnsinn treiben. Wenn du möchtest, dann lade dir das Arbeitsblatt zu diesem Video herunter. Den Link findest du wie immer unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, damit du keine Folge verpasst. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Dein Salih.